nicht geschafft. Wie gut, dass du es immer noch mit einem schlechten Auge nicht mitbekommst. Ja, ist okay. Ja, kontrollierst du ein bisschen die Arbeit der Leute und bist wohl zufrieden, wie die das machen. Ich nicke allenthalben mal zustimmend. Wenn irgendjemand mal, der müsste Fragen gucken und die mit verschränkten Armen auf dem Vorderdeck umher. Was tut Ragnar dabei? Hat sich von dem Schreck erholt, als Ephadaios ihn angegriffen hat. So mittlerweile auch ein bisschen her. Ja, also Ragnar würde das machen, was ihm befehligt worden ist und erstmal mit Uktan da, die das abladen und so weiter überwachen, dann die Leute einweisen, wo sie das Zeug denn hinbringen können, dann feststellen, dass unten der Lagerraum nicht komplett reicht, um alle Sachen reinzubringen, werden halt Was auch denn ein für Sachen paar, reinbringen? na, die ganzen Rotzen und die Kanonen Ach so, okay. müssen ja irgendwo abgelagert werden. Uktan ist nicht da. Guck, dann ist nicht da, die faule Sau. Ja. Dann würde ich mich jetzt erstmal um die Aufgaben kümmern und feststellen wahrscheinlich, dass der Lagerraum zu klein ist für all das Zeug. Dann auch einfach mal ein paar Sachen da in die Schlafkajüten und so weiter ablagern. Okay, ja, also dann riecht es bei den Schlafkajüten von der Mannschaft dann jetzt so ein bisschen nach Rotzenfett, nach ja, Rückständen von Munition und einige Holzbalken, die dann abgelegt werden von den Hornissen, die dann da transportiert worden sind. Ein paar Nägel, die herumliegen. Ja, ein bisschen aufräumen. Würfel mal eine Hauswirtschaftsprobe zum ordentlichen Verstauen. Ich habe mich vor diesem Tag gefürchtet. Darauf würfeln muss. Easy. Am Ende hat er Easy. eine Schraube übrig. Ja, dann trittst du zum Glück nicht in den Nagel rein, der da noch offen rumliegt, kannst ihn beiseite räumen. Das wäre sonst ziemlich schmerzhaft für deinen Fuß geworden. Das glaube ich auch. Wie gut, dass ich der geborene Hauswirtschaftler bin. Die Sauberkeit der Arche zuständig bin. Richtig. Aber so wie das hier jetzt gerade auf der Map aussieht, sieht das ja so aus, als könnten wir hier gar nicht mehr rein, oder? Nee, richtig. Also irgendwie Also nicht cool. der Schatzraum ist zu, der ist auch quasi leer. Du kannst das aber alles hier hinstapeln. Warum haben wir eigentlich immer noch dieses komische Altarding hier? Das verstehe ich auch nicht. Das ist ein Ist hier Schrein jemand? von Charybdorot. Ja, Musst den muss Effert. mal Ephadaios Ephadaios. fragen, warum das noch Den muss da ist. Ephadaios demnächst mal entweihen. Schreibt man sich auf jeden Fall auf seine Liste Kann und dann wird Ephadaios ja man. vom Schiff schieben, ist ja ohne Probleme möglich. Ja, ich weiß auch nicht, ob das so funktioniert oder ob man das lieber entweihen sollte. Das wird Ephadaios mir gleich erklären können. Auf zu Ephadaios. Wagner? Ephadaios? Ah, du findest ihn auf der Krankenstation, wo er gerade verbunden wird und noch an einem seinem Bein rumgeschnippelt wird. Ephadaios, Ah. ich hätte ein, zwei Bitten, die ich bitten würde, ja. Ich soll dich nicht mehr mit dem schwarzen Schwert angreifen, nicht wahr? Wie das wäre, wenn es vermeidbar ist, auch. Ich denke allerdings, da du das nicht freiwillig gemacht hast, beziehungsweise nicht Herr deiner Sinne warst, selbst wenn ich dich darum bitte, wird das nicht viel bringen. Nee, das, was ich Ja, dich fragen wollte und die. vielleicht auch in deiner Kraft und in deinem Willen steht, ist zwei Sachen. Erst einmal wäre es ganz gut, wenn wir einen Zugang zu den Räumen haben, die inzwischen zu sind. Im gleichen Raum, wo auch die Maulgrotte drin ist, wo früher das Gefangenenlager ist und wo jetzt die Leute drin schlafen. Da sind einige Räume, die jetzt nicht mehr begehbar sind. Und das könnte theoretisch schlecht werden, da wir einige unserer Sachen auch noch ablagern müssen. Also jetzt mit den ganzen Rotzen und so weiter wird es unten doch relativ voll. Ob du da demnächst mal dich irgendwie drum kümmern könntest. Du meinst, wir brauchen mehr Platz, mehr Lagerraum für die Beute, die. Genau, und da habe ich mir überlegt, ist der eigentlich der Platz, der jetzt irgendwie abgesperrt ist, gar nicht mal so schlecht, wenn wir da reinkommen könnten. Da, wo früher der Schatz drin lag und ja, wo früher auch die Gefangenenzellen waren und so weiter und so fort. Wo übrigens auch der Da Archenkäfer was überlegt kurz. lebt. Ich fand aus, überleg kurz. Der hintere Bereich, das wäre dann ja auch direkt über dem Bootsdock. Ein guter Ort, um Lagerflächen zu schaffen. Ich werde
die Wände etwas umgestalten und einen neuen Zugang legen. Es gibt dort aber auch einige Räume, die sollten unzugänglich bleiben. Erinnerst du dich? Nee, da warst du ja noch gefangen hier auf der Arche. Es gibt dort einen Altar der Herzogin der nachtblauen Tiefen. Darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Der ist allerdings immer frei zugänglich. Der Altar schon, das ganze Deck dort hinten aber nicht. Okay, aber das Deck hat ja nichts mit dem Altar zu tun, oder doch? Nein. Was meinst du genau? Nun, das gesamte Deck ist nicht zugänglich, bis auf den Altar der tiefen Tochter. Ich meine, dass hier der gesamte Bereich nicht zugänglich für uns ist. Und das Einzige, was wirklich zugänglich für uns ist, ist der Lagerraum und der Weg zum Altar der tiefen Tochter. Und deswegen wollte ich dich vielleicht mal fragen, ob du diesen Tempel vielleicht entweihen könntest oder ob wir den zerstören sollen oder was wir damit machen sollen. Wir sollten auf jeden Fall bedacht vorgehen. Das ist nicht ein Moment des Sturms und des ungezügelten Zorns, sondern der Überlegung, der ruhigen Einsicht. Ich würde vorschlagen, dass wir den Altar auf jeden Fall unzugänglich machen. Und vielleicht den Bereich um den Baum hinunter herum. Er erstreckt sich an die Tiefen. Zeig das gerade mal auf der Karte. Dass wir diesen Bereich noch als Lagerraum zugänglich machen. Mit den anderen Räumen? Und dort scheinen nicht nur dieser Käfer zu sein, sondern auch etwas, was dieser Käfer bewacht. Der Raum mit den Nieren. Meinst du der Raum mit dem Herz oder der Raum mit den Nieren? Weil Nieren sind doch überall im Schiff. Ich glaube, du denkst jetzt gerade an die Adern. Das Herz habe ich noch nicht gefunden. Die Da Adern, hattest du natürlich. bist ja früh. Die Nieren scheinen dort irgendwie lokalisiert zu sein. Ich habe sie mir aber noch nicht selbst angeschaut. Ja. Das ist vielleicht dann gar keine so schlechte Idee, dass die verschlossen sind. Ja, also ich Aber glaube, diese Räume können wir nicht weiter verkleinern und das Schiff braucht seine Organe. Aber den Platz, den ich für Lagerräume einräumen kann, können wir machen. Dieses, den Altar da, ich weiß nicht. Wir haben jetzt ja einige Stunden Zeit, bevor der Sturm kommt, bevor wir in dem Sturm losfahren. Es würde mir doch besser behagen, wenn du davor diesen Altar zerstören oder entweihen würdest. Ah, Senores, ich bin wieder da. Ich habe mehrere Fragen. Ich war gerade mit dem Beiboot unten und da wir sowieso nichts zu tun haben, dachte ich mir, ich könnte die Kisten, die dort unter der schwimmen, mit an Bord bringen. Aber ich wollte zuerst einmal fragen, ob das überhaupt okay ist oder nicht. Zwei Fragen. Die Kisten liegen jetzt unten im Bootsdock und können da von euch besichtigt werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, was dort drinnen ist. Aber eine zweite Frage. Warum gibt es ein, ich sage einmal, eine Reuse, so wie für Fische, am Unterdeck des der Spinne, der gezeigten Spinne? Ich habe gesehen, dass sich dort drin einige Fische verheddert haben. Die war vorher noch nicht da. Was macht man dann mit einer Reuse, Mr. Matrose? Signores, ihr müsst mich nicht für dumm verkaufen. Ich bin kein Torwaller, aber ich wundere mich nur, dass sie jetzt da ist, denn sie war vorher noch nicht da. Das ist das Problem, was ich damit habe, Signores. Nun, ich habe sie angefertigt, denn es gefällt mir nicht, wenn die Crew hier Fleisch von Tieren, die auf dem Land groß geworden sind, fressen. Ist das Essen. euer Witz? Ich verstehe nicht. Seid ihr auf den Kopf gefallen? Das sind Fische aus der blutigen See, Senores.
Nun, richtig zubereitet werden sie schon bekömmlich sein. Sie sind ja auch nicht in den Niederhöllen geboren worden, sondern hier auf unserer Welt. Er schaut so ein bisschen Zweifel zu Ragnar, der ist ja immer in der Koch. Habe ich solche Schiffe, Fische schon inzwischen mal gesehen oder verarbeitet? Haben da schon irgendeine Lieferung von der Fantasias mal an? Nö, bisher nicht. Ja, das solltest du mal machen, Ragnar. Ich wäre dir dafür sehr dankbar. Ich würde mir die Die Fische Fische haben. gern mal ansehen, aber solange wir noch anderes Essen haben, würde ich tatsächlich das bevorzugen. Muchas problemas. Señoras, also, ich kann auch gerne jemand anderen darum bemühen. Dann schaue ich mir die Kiste mit Jagold an. Nein, ich komme gerne mit gleich. Okay. Ragnar, ich lasse mich hier noch kurz zunehmen und dann nehme ich mich dem Altar und der Umformung an. Vielen Dank. Das ist gut. Das klingt Gut. hervorragend. Nickt dir dann noch einmal dankbar zu und geht dann mit Bug dann davon. Señores. Wir müssen nach unten. Also gut, So. ja, er geht die Ach ja, Treppen mit dir stimmt. nach unten zum Bootsdock, ja, Stockwerke nach unten und zeigt dir dann die Kisten. Daneben noch irgendwie ein Boot mit Rudern, die er reingeworfen hat. Ist auch noch so ein bisschen schleimig. Und die Kiste ist auch dann ja ungefähr zwei Drittel verschleimt, ölig, schwierig und stinkt etwas. Sie trieb hier herum. Ich bin mir wie gesagt nicht sicher, aber wenn du der Meinung bist, dass du hineingucken möchtest, ergib den Brecheisen. Ja, wir Na, können na, 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 natürlich na, auch. na. Nee, nee, nee. Du machst eine Selbstbeherrschungsprobe, Schwert um Neugier. Ah, okay. Ja. Also ich lasse mich doch jetzt hier nicht von dir vorführen. Jetzt ist das gesagt, gut, dann darf er aufmachen. Genau. Ja, Ugdan darf nicht aufmachen, ich darf aufmachen. Her damit! Ich mach das. Ja, Ja, dann, ne? Brech gar nicht so Eisen schwer. rein. Deine Bohnenstangenärmchen zittern so ein bisschen, aber dann knackt es einmal und der Deckel bricht auf. Und dann schaue ich mal neugierig rein. Ziemlich enttäuschend. Ein paar, ja, was ist das? Sieht aus wie Samen, die hier wohl verpackt worden sind. Die sind ein bisschen mit Erde gefüllt worden, so ein ganz bisschen. Und da drin kannst du sehen, ja, Samenkapseln. Kann ich eine Pflanzenkundeprobe machen, um die zu identifizieren? Natürlich. Natürlich, ich habe gar keine Pflanzenkunde. Magiekunde geht auch. Ja, mit der Funke. Erschwernis, die ich dir nicht verrate, weil du nicht weißt, was es ist. Wenn ich dir jetzt nämlich sage, wo die Erschwernis herrührt, dann ist es halt witzlos. Deswegen, du hast keine Ahnung, was das für Pflanzen sind. Ja, wertloser Tand. Nächste Kiste. Ja, machst die nächste Kiste auf, Würfel Nummer W20. Brandöl. Und zwar ein paar Tonkrüge. Zumindest sieht es aus wie Brandöl. Es riecht auch so ein bisschen danach. Würde das noch funktionieren jetzt, nachdem das da so lange durchs Wasser geschwommen ist? Ja, das ist ja das Schöne an Brandöl. Das brennt eben auch auf einer Wasseroberfläche. Alles klar. Nimm das mal hier auf, Ugdan. Ich drücke ihm da das schwarze Verwaltungsbuch in die Hand und den Federkiel. Und dann mache ich die letzte Kiste auf. Waren es drei? Nee, nee, das war's schon. Ach so, okay. Okay. Na dann. Keine Ahnung, was das da ist, aber das Brandöl können wir gut gebrauchen. Ja, Romilly hat ja so getan, als ob sie geschlafen hat, hat aber das Gespräch von Ephordaios und Ragne und dann später mit Ogdan belauscht. Und Ephordaios dreht sich so ein bisschen auf die Seite, versucht dann auch zu schlafen und kannst so sehen, wie Romilly wohl auf spitzen Füßen sich nach draußen schleicht. Oder möchtest du ganz offen gehen? Ganz Zumindest, offen. okay, ganz offen. Ja, dann, sie hat wohl nur so getan, als ob sie geschlafen hat. Steht auf und geht dann auch nach unten. Wir wollen mal eine Gassenwissenprobe, um dich hier nochmal zurechtzufinden.
Du hast zwar gehört, wo Oak dann hin wollte, aber das dann in einem lebenden Schiff nochmal zu finden, ohne dass du siehst, wo die hingegangen sind. Ja, nee, okay. Lande Wo irgendwo. bist du jetzt? An dem Spalt warst du noch nicht. Nee, hier ist die Treppe auch nicht. Was ist das denn? Du stehst vor einem schwarzen Altar, verwachsene Korallen, eine kleine Jadestatue von einem wulstigen Krötenmensch, und ja, schimmernde blaue Steine, die in den Augen eingesetzt sind, eine Seeschlange, die einen Wal erwürgt. Was ist das denn? Nichts, was mir gefällt, würde ich meinen. Und wenn ich mich umschaue, ist wahrscheinlich auch niemand zu erblicken. Du kannst durch die Wände es gedämpft hören, wie dort auf der anderen Seite irgendjemand. Was ist das? Ah, 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 ah. Sehr regelmäßig. Aha. Ja, Romli hat natürlich eine blühende Fantasie. Möchte ich das wissen? Ich glaube nicht. Ja, mit diesem Objekt kann sie auch nichts anfangen. Vielleicht wäre es eine gute Idee, den Geweihten aufzusuchen, wenn man denn wüsste, wo man jetzt hier überhaupt gelandet ist. Richtig. Ja, du fühlst dich so ein bisschen alleine, niemand um dich herum zu sehen und du spürst das Schlagen des Herzens, was in deinen Geist eindringt und dein eigenes Herz verlangsamt, auf den Rhythmus, auf das Rhythmus des Schiffes anpasst. Und du spürst es, dass es irgendwo neben dir sein muss. Wie es puppt. Du guckst auf die Unwasseradern, die um dich herum sich bewegen, sich schlängeln. Folge doch einmal den Adern. Ja, verlaufen teilweise auch in den Wänden, aber ja, wenn du dann aus den Sackgassen wieder in die richtige Richtung gehst und mal in die andere Richtung, kannst du hier wieder die Treppe finden. Yay, sehr schön. Kannst auch sehen, wie wohl Ragnar gerade wieder nach oben kommt. Nee, ich würde noch zu Uktan sagen, ein Silber, wenn du das isst. Und dann deutlich auf einen dieser Samenknospen. Was habt ihr gefunden? Überredenprobe. Oh. Ja, er nimmt sich so zwei, drei Samenknospen, steckt sie sich in den Mund, eine zerbeißt er, eine schlägt er gleich runter. Warum mache ich das eigentlich? Und dann schlägt er seine Hand aus. Señores, ihr schuldet mir einen Silbertaler. Ja, dann gebe ich ihm einen Silbertaler. Und wie schmecken die? Widerwärtig, das hätte ich nicht machen sollen. Also Er kann man die nicht. rübst einmal. Also kann man die nicht essen. Alles klar, die Die können wir wieder ins Wasser werfen. Erschwernis rührte von Dämonologie her. Also eine Cousine auf Magiekunde, aber das ist jetzt eine reine OT-Anmerkung. Ja, gut. Ja, ne? Dann würde ich dem sagen, ja, die können wir wieder ins Wasser werfen. Was denn? Ja, hier diese Pflanzen da. Pflanzen? Zeig doch mal her. Ja, ich zeige hier die Samenknospen. Ja, Pflanzenkundeprobe. Und vielleicht solltet ihr auch mal die Alchemisten dazu befragen. Die kennen sich doch sicherlich auch mit so etwas aus, oder? Ja, aber die schmecken nicht, die kann man nicht kochen. Vielleicht das Endprodukt? Uktan schiebt die Kiste dann auch wieder zurück und dadurch, dass er das so ein bisschen abgestoßen hat, kannst du auch sehen, wie die Kiste dann auch umfällt. Sie ist nicht ganz zugemacht worden. Die Erde bröckelt raus, die Samen fallen ins Wasser und die Kiste geht dann ohne weiteres Klimbim unter und ist verschwunden. Rülps noch einmal. Señores, das war keine gute Idee, aber immerhin bin ich ein Silberreicher. Geht am besten nochmal zum Medikus, falls ihr jetzt irgendwie krank geworden seid. Señores, das war nur eine Pflanze. Ja, man weiß ja Wer nie. weiß, Vielleicht war was das für ja eine. irgendwas Giftiges. Vielleicht ist das verschimmelt und du hast jetzt eine Magen- und Darmverstimmung. Es schmeckte etwas nach Kokospalme. Ich bin mir aber da nicht ganz sicher. Wie gesagt, lass dich am besten nochmal bei einem Medikus einchecken. Ich kann dich allerdings nicht so zu zwingen. Okay, Señores. Ich mache jetzt irgendwas anderes. Okay. Geht da wieder nach oben. Alles klar. Ja, ne? Dann.
Ich habe erfolgreich unseren ersten Mal wahrscheinlich getötet. Und ab nach oben. Möchtest du einen Chippy verbrennen? Um den Ogdan zu retten? Ja. Ach, er ist schon ein cooler Typ. Aber er ist kein Chippy wert. Ich stell's den anderen auch zur Verfügung. Ich hab keinen, sorry. Moment. Ich muss meine Entscheidung. Ich will wissen, was mit dem passiert. Ja, alles klar. Ja, das Moment. Ist auch interessant, ne? Aber Chippy ausgeben oder verbrennen? Ogdan ist ein netter Kerl. Den kann man mal nicht retten. Ausgeben, verbrennen. Wenn ihr jetzt einen großen Einfluss haben wollt, dann müsst ihr ihn jetzt verbrennen. Ich überlege gerade. Ach, lass doch einfach mal gucken, was passiert. Okay. Na? 3, 2, 1, fertig. Kein Chippy, es geht weiter. Ja. Ich glaube, es ist Zeit. Doch, alles gut heute. Also Ragnar ist überzeugt, heute war ein guter Tag. Ja, die Spinnenbeine haben sich auch mittlerweile unter Wasser getaucht und pumpen wieder Unwasser in das Schiff. Alles klar. Sodass Ephadaios weiß, das Herz schlägt schneller. Handlungspunkte, wenn man sie so nennen möchte, werden wieder aufgebaut, aufgefüllt. Dann lasst uns jetzt loslegen. Es ist Abend. Ja, wenn ihr möchtet, können wir die Zeit auch springen, wenn ihr nichts vorhabt. Und dann 6 Stunden später, die Geschütze sind eingeräumt und könntet ihr am nächsten Tag, dem 16. in den Sturm hineinsegeln. Ich wollte gern mit Piranjane reden. Ja, wirklich. Wenn sie denn mit sich reden lässt. Also ich komme hoch ins Oberdeck. Wenn noch Magier da sind, ignoriere ich die erstmal. Setze mich doch durchaus einen halben Schritt von dem Kreidekreis entfernt. Knie ich mich auf den Boden, sodass ich auf ihrer Höhe bin und schaue erstmal, ob sie bei Bewusstsein ist. Kapitän. Wohlgeboren, ja. Ich würde fragen, wie es euch geht, aber man sieht es euch doch an. Uns geht es gut. Schnauze, mit dir rede ich nicht. Das entscheidest nicht du. Du kannst mir nichts befehlen. Und das weißt du genau. Was kann ich für dich tun, Kapitän? Ich dachte mir, ihr könntet mir vielleicht etwas über euch beide erzählen, wie ihr hier an Bord des Schiffes gekommen seid und warum ihr jetzt hier dran festhängt. Mein Vater hat mir niemals etwas erzählt. Ich weiß, dass sie meine Schwester ist, aber nicht warum. Alles, was ich dir berichten kann, ist, dass ich in Paraine Furten war und von dort entführt wurde. Aus dem Kloster. Und als ich wieder aufwachte, war ich hier an den Baum gebunden und seitdem hänge ich hier. Seit 4 Jahren. Und ihr, ich nehme an, Magister Kohlrab hat bereits gefragt, aber ihr habt auch keine Ahnung, wie wir euch von diesem Baum wieder losbekommen, ja? Ich leide. Das Unwasser pumpt durch mich. Durch mein Herz, durch meine Adern. Es quält mich, es tötet mich, aber ich weiß genau, dass ich es brauche. Ohne das Unwasser in meinen Adern kann ich es nicht. Ich weiß nicht, was ich getan habe, dass Piraine so mit mir mitspielt. Das war nicht Piraine. Frag doch Charybdis, wer das war. Schwester. Alan verzieht sehr bitter das Gesicht. Er hätte vermutlich Celeste eine verpasst, wenn er nicht 2 Schritte weit weg wäre und den Kreis nicht stören wollte. Klappe da oben. Die Götter sind tot. 12 Götterknecht. Na gut. Haltet durch, Piraine. Euer Vater ist sehr besorgt und wir tun alles, was wir können, um euch hier rauszukriegen. Er ist doch mein Vater. Das ist mir und ihm aber egal, denke ich. Bring ihn doch hierher. Vielleicht tue ich das. Du siehst, wie sich zufrieden sie sich wieder mit ihren Brüsten spielt. Und du hast kurz das Gefühl, dass sie wohl ihre Beine versucht aufzumachen, wenn sie nicht so schon zusammengewachsen wären und du kannst auf ihre Scham blicken.
Ich trete dann auch ab. Komm doch ein Stückchen näher. Nein. Bring meinen Vater hierher. Komm wieder auf den Weg die Treppe runter in die Klauschende. Ferdaus würde dann noch einmal zum Krypto, zum Altar der tiefen Tochter gehen. Ja, mein Prinz. Was kann ich für dich tun? Brauchst du mich? Hast du mich vermisst? Ferdaus schaut noch einmal den Gang runter und stellt sicher, dass er hier jetzt auch unbeobachtet und zumindest alleine ist, was menschliche Wesen betrifft. Es scheint hier auf diesem Schiff mehr zu geben, als ich bisher weiß. Aber ich will diese Gabe nutzen. Ich muss mehr über sie lernen, sie verstehen, euer Wesen verstehen, Herzogin. Ich bin eine sehr gütige Göttin, musst du wissen. Ich gebe dir viel Preis, wenn du mir etwas zurückgibst. Hilfst du mir, helfe ich dir. Was ist es? Was ist es, das du heute willst? Gefallen. Ich werde irgendwann auf dich zukommen. Vielleicht aber auch gar nicht. Aber wenn, dann tust du das, was ich möchte. Und jetzt tue ich etwas, was du von mir möchtest. Das ist doch Ein fair. Freifahrtsschein. Nein, ein Freifahrtsschein. Den bekommst du nicht. Die Zeit, in der ich mir von anderen Wesen, von Göttern, von wie dir vorschreiben lasse, diese Zeit ist vorbei. Nun, dann habe ich verstanden, dass der kurze Ausflug in meine Domäne dich nun nicht beunruhigt hat. Damit habe ich nichts zu tun. Das waren die Geister der Ertrunkenen, die meinten, sie wären stärker als du. Du hast dir aber von auch ihnen befehlen lassen, was du tun sollst. Du hast deinen Freund angegriffen. Ja, und mit dieser Erinnerung muss ich leben. Aber ich will das Also, Beste aus der Zeit machen, die ich habe. was möchtest du denn nun von mir? Altar hier, muss er hier stehen oder können wir ihn auch an einer anderen Stelle auf dem Schiff platzieren? Es ist mir völlig An einem Ort. gleichgültig, wo er steht. Gut. Verschieb ihn meinetwegen ein Daraus. paar Meter weiter ins Innere. Dann ist er direkt am Herz. Am Herzen. Das werde ich mir einmal anschauen. Und einfach daraus greift an das Schwert. Celeste, wir müssen den Altar einen separaten Raum schaffen. Hier, durch diese Wand. Einfach daraus klopft einmal gegen die Wand hinter dem Altar. Hier hinten soll er fortan sein, wo auch das Herz zu sein scheint.